Seit heute gibt es die neue Corona-Warn-App, die man für sein Smartphone herunterladen kann. Diese Warn-App funktioniert so, dass im Hintergrund Zahlencodes generiert werden. Bin ich also unterwegs beim Einkaufen, im Straßenverkehr oder wo auch immer, treffe auf andere Menschen und die haben diese App auch installiert, dann gleichen sich diese Zahlencodes untereinander ab über Bluetooth und behalten zumindest für ein paar Tage, wen man wann wo oder welche Zahl man wann wo getroffen hat. Sollte jemand davon plötzlich infiziert sein und diesen Nachweis haben, gibt er das bei seiner App ein und dann werden die anderen Menschen, die ihm in den letzten Tagen begegnet sind, auch informiert, damit sie sich untersuchen lassen können. Tester sagen, die Software sei absolut sicher, die Zahlencodes würden nach der Zeit, die anonymisierten, wieder gelöscht. Man hätte nichts zu befürchten. Das Ganze funktioniert nur, wenn möglichst viele Menschen in der Bevölkerung daran teilnehmen. Ob das so ist, ob die Bevölkerung dazu bereit ist, wie sie dazu eingestellt ist und ob sie das vielleicht auch schon für sich heruntergeladen hat, das haben wir uns jetzt mal erfragt. Also ich schätze schon, dass ich die installieren werde, aber ja, ich glaube erstmal ausprobieren. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass quasi die Wege verfolgt werden und dass der Datenschutz nicht so sicher ist. Selber installiert habe ich die App noch nicht, aber ich habe davon gehört. Durch das Herunterscrollen bei Facebook habe ich das dann entdeckt und dann habe ich mir den Artikel kurz nur überflogen, nicht komplett durchgelesen. Ob man da besser geschützt ist, weiß ich nicht, aber ich denke mir, das ist ein kleiner Baustein von vielen, die eventuell so ein bisschen mehr zur Sicherheit beitragen für alle. Und es ist halt wie bei dem Nasen-Mund-Schutz. Am besten wäre es, wenn das möglichst viele Menschen machen, weil was nützt mir es, wenn ich die App habe und die nutze und diejenigen, die um mich rum sind, egal ob das jetzt in der Arbeit sind oder im Privaten, die halt nicht haben, weil das geht ja dann auch nur, wenn viele Menschen die benutzen. Genau. Also ich weiß von der App, aber ich habe halt Angst, dass man da nur noch kontrolliert wird. Und deswegen habe ich es eigentlich erstmal nicht vor. Das ist ja schon, wenn man alleine irgendwo im Internet guckt, dann bekommt man ja schon gleich Werbung zu irgendwelchen Artikeln, die man guckt. Also man wird ja beobachtet, das ist ja Fakt. So, und ich denke, dass man da noch mehr beobachtet wird. Angesichts von fallenden Zahlen würde ich sagen, diese App ist jetzt ein bisschen zu spät. Deswegen weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich die installiere oder nicht. Wenn die Zahlen steigen und bei uns in Vechta wieder nicht in Statistik zumindest, nicht mit 0 Personen steht, sondern mit wieder 120, werde ich mal vielleicht überlegen, so eine App zu installieren. Also eigentlich bräuchte ich sie jetzt nicht. Fühlt sich auch so sicher genug? Ja, eigentlich schon. Durch die Maske und ja, dass die Leute Abstand halten. Also ich habe mich damit schon befasst. Ich habe es tatsächlich noch nicht installiert, aber ich werde es auch tun. Weil ich es richtig finde, wenn man dann quasi in Kontakt kommt, dass man darüber auch informiert werden kann, wenn es nötig ist, sage ich mal so. Unsere erste Umfrage zur Corona-Warn-App zeigt, dass die Menschen doch noch etwas verhalten darauf reagieren. Das kann aber auch daran liegen, dass die App einfach noch zu neu ist und sich zu wenig Leute damit befasst haben. Mundschutz und Abstandsregeln kann das System nicht ersetzen. Aber wenn das Ganze funktionieren soll, wenn wir das Risiko einer Corona-Neuinfektion eindämmen wollen, dann macht es Sinn, dass möglichst viele Menschen sie nutzen, damit sie rechtzeitig gewarnt sind.